begrüße Sie ganz herzlich bei uns im Talking Turm. Schön sind Sie da. Spieglein an der Wand, was schön ist, lautet der Titel des heutigen Gesprächs. Dazu haben wir zwei Experten in Sachen Schönheit eingeladen. Zum einen ist das Bettina Gockel. Sie ist eine Kennerin schöner Kunstwerke. Bettina Gockel ist Professorin für Geschichte der bildenden Kunst und auch Leiterin der Forschungsstelle für Geschichte und Theorie der Fotografie hier am Kunsthistorischen Institut der Universität Zürich. Guten Abend, Frau Gockel. Guten Abend. Zum anderen begrüße ich Pietro Giovannoli. Er ist ein Experte für Schönheitsoperationen. Pietro Giovannoli ist einerseits Professor für Wiederherstellungschirurgie an der Universität Zürich. Zum anderen leitet er am Zürcher Universitätsspital die Klinik für plastische Chirurgie und Handchirurgie. Das Gespräch wird wie immer von meinem Kollegen Thomas Kull und von mir, Roger Dittel, moderiert. Wir sind die Redaktoren des Magazins der Universität Zürich. Ja, Frau Gockel, hier bin ich. Wann haben Sie zum letzten Mal gedacht, das ist schön? Ja, eigentlich auf dem Weg hierher vom Bahnhof Stadelhofen. Ich habe ein Poster gesehen der Galerie Kornfeld in Bern, wo ein Gemälde von Ernst Ludwig Kirchener von 1919, die Staffelalp bei Davos, zeigt. Ein Werk der expressionistischen Kunst, ein Werk, das Schluss machen wollte mit traditionellen Schönheitsvorstellungen in der Kunst. Und das finden Sie eben heute, findet man das schön? Ja, ich fand das interessant, ich fand das auch schön. Es hat mich ästhetisch angesprochen und ich würde sagen, das allein zeigt schon, dass sich eben Schönheitsvorstellungen sehr stark ändern in unserer Lebensumgebung, aber sicherlich auch in der bildenden Kunst. Und bei Ihnen, Herr Giovannoli, was hängt bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer? Auch etwas Schönes? Im Wohnzimmer hängen bei uns Bilder, ja, wenige Bilder, die wir haben, die wir ausgesucht haben, die wir von Künstlern haben, die wir kennengelernt haben und die wir schätzen. Das ist jetzt ein bisschen unspezifisch. Können Sie ein konkretes Bild nennen? Vielleicht ein konkretes Bild nennen? Eine blau-violette Blume, die wir haben von Lukas Hofkunst. Und was ist das für eine Pflanze? Wissen Sie das? Das ist was Veilchenartiges, mehr lässt sich da nicht erkennen, es ist leicht verschwommen, er hat eine ganze Serie davon gemalt und wir haben eines ausgesucht, das uns am besten gefallen hat. Eine andere Frage an Sie noch, Herr Giovannoli, Sie sind eben ein Schönheitschirurge, ich hoffe, wir beleidigen Sie nicht, wenn wir das sagen, das ist einfach ein Teil Ihrer Arbeit. Wenn Sie jetzt an sich selber denken, was würden Sie ändern? Im Moment würde ich noch nichts ändern, aber manchmal am Morgen früh, wenn ich in den Spiegel schaue und ein bisschen müdes Gesicht sehe, denke ich, es könnte manchmal frischer entgegenkommen. Und könnten Sie da selber was tun dafür, also jetzt als Chirurge? Man kann immer was tun, die Frage ist, ob das gewünscht ist, was ist der Aufwand, was ist der Ertrag, stört es mich, stört es jemand anderen, habe ich eine funktionelle Einschränkung davon und abhängig von diesem Leidensdruck. Aber was ich selber würden Sie sagen, das ist gar nicht nötig. Im Moment denke ich, ist noch nicht so. Ja. Ja. Also ich persönlich würde Ihnen da zustimmen. Frau Gockel, welche Rolle spielt Schönheit in Ihrem Leben? Ja, eine schwierige Frage, weil Schönheit an sich ja etwas ist, das erstmal sehr, sehr allgemein auslegbar ist. Ich bin insofern ein Kind der Zeit, als dass ich sicher versuche, meine Lebensumgebung, vor allem in meinem privaten Leben, attraktiv zu gestalten, schön in meinem Sinne. Und mein Geschmack hat sich sicher auch an dem gebildet, was heute an Design aktuell ist, was ich wahrnehme in meinem Umfeld, aber auch womit ich schöne Erinnerungen verbinde, positive Erinnerungen. Also ich glaube, dass Schönheit ja viel auch mit Emotionen, mit den Lebenserfahrungen zu tun hat und deswegen nicht nur ganz abstrakt von außen definiert wird.
Das heißt, Sie umgeben sich gerne mit schönen Dingen. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Ich könnte auch noch eine Anekdote aus meiner Familie erzählen. Vielleicht bringt das die Sache etwas weg von diesen allgemeinen Definitionen. Mein Vater sagte immer zu meiner Mutter, sag mir, wenn es schön ist. Und er hatte offenbar nicht so ein großes Interesse oder einen großen Sinn dafür, ja, dass die Dinge... Also was wenn es schön ist, ein schönes Erlebnis zum Beispiel oder eine Wanderung oder was? Ja, sicherlich auch ein Zusammensein mit anderen Menschen, eine intelligente Auseinandersetzung, etwas, was einen auch intellektuell inspiriert, das finde ich sicherlich schön, ja. Und Ihre Mutter war dann der Seismograf, das schön wie ein Vater. Absolut, ja. Sie hat gesagt, das war jetzt schön heute. Genau. Gut. Wir haben uns gedacht, es ist schön, über Schönheit zu sprechen. Es ist auch schön, sich etwas Schönes anzuschauen. Deshalb möchten wir uns jetzt zuerst mal ein Bild anschauen. Wir sehen es hier schon. Auf diesem Bild ist eine französische Bulldogge zu sehen. Ich habe bei Wikipedia nachgeschaut. Dort wird dieses Tier folgendermaßen beschrieben. Es hat Fledermausohren, eine kurze Rute und einen eckigen, breiten Kopf, diese französische Bulldogge. Herr Giovannoli, Sie besitzen zwei solcher Tiere. Genau. Und nicht nur das, Sie finden die auch noch schön. Genau. Weshalb sind diese Tiere denn schön, Herr Giovannoli? Also Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Also wir haben etwas Schönheitsempfinden, das wir geerbt haben und eines, was wir vielleicht erlebt haben oder gelernt haben. Und da haben wir gewisse Kriterien, was wir für als schön finden oder als ästhetisch sehen können. Und dann gilt natürlich relativ bald, da werden wir vielleicht später noch zu reden kommen, schön ist gleich gut. Und diese Tiere haben, das haben Sie nicht gesagt, die haben ein Riesenherz, oder? Das sind wirklich ganz herzliche Hunde auch, die kämpfen da für einen und dadurch ist das für mich eben etwas Schönes. Also sie zeichnen sich eigentlich nicht unbedingt durch äußere, sondern vor allem durch innere Schönheit aus, würden Sie sagen? Das finde ich ein bisschen übertrieben, das ist ein bisschen diese christliche Moral-Ding, dass das Äußere nichts wert ist und nur das Innere zählt und das Äußere eigentlich nur ein Hindernis zum Heil ist, so sehe ich das nicht. Also, aber sie haben trotzdem einen schönen Charakter, die Tiere. Genau. Wie ja. Äußert sich denn das? Eben, die haben ein großes Herz, die erkennen einen, die sind sehr gebunden an Personen, die verteidigen einen aber auch nach außen und sie haben vor allem sehr lustigen oder wiffen Gesichtsausdruck. Also diese Augen können wahrscheinlich über sehr viel aussagen auch. Also diesen Hundeblick, das ist auch etwas, also die können Emotionen sehr verschieden und genau ausdrücken, dass man das sieht. Und wenn man das natürlich als plastischer Chirurg sieht, ist das natürlich schon, der hat abstehende Ohren, hängendes Unterlid, der hat tiefe Falten, ja. Der hat am Hals Falten, also alles, was wir jetzt übertragen auf den Menschen, hat vielleicht als operationswürdig sehen wir. Das ist ja auch das ist ein guter Punkt, weil diese Hunde, beziehungsweise Bilder von diesen Hunden, die tauchen ja auch bei Ihnen in der Vorlesung auf, eben genau, wo es um Schönheitschirurgie geht. Und wo Sie dann Ihren Studierenden auch erklären, was Sie als Schönheitschirurg jetzt verändern würden. Können Sie uns das mal sagen? Wie können diese an für sich schon schönen Hunde, wie wir jetzt wissen, noch schöner werden? Was würden Sie da machen? Also an diesem Hund würde ich jetzt nichts machen, aber wenn man das überträgt auf den Menschen, oder sind abstehende Ohren etwas, wo man doch ein Problem hat in der Kommunikation. Kinder mit abstehenden Ohren werden gehänselt. Also sei es im Kindergarten, in der Schule, später, das macht vielleicht auch einen leicht dümmlichen Eindruck. Dann dieses Gesicht ist auf den Menschen übertragen, auch eher ein alterndes Gesicht. Also die Elastizität der Haut nimmt ab, die Weichteile kommen ein bisschen nach unten und dadurch entstehen auch diese Augenringe oder die Falten. Und die Falten natürlich. Also Sie würden Botox empfehlen hier in diesem Fall? Also hier kann man kein Botox empfehlen, aber Botox ist eine Möglichkeit, Falten zu behandeln.
Wie haben Sie es mit diesen Hunden eigentlich, Frau Bock? Ja, würden Sie sich solche zutun? Ich bin jetzt nicht so ein großer Hundefan, sondern Besitzerin einer norwegischen Waldkatze, die ich natürlich auch wunderschön finde, wie wahrscheinlich jede Besitzerin, jeder Besitzer eines Haustiers sich damit also emotional, sozial ab einem bestimmten Punkt sehr verbunden fühlt. Was ich in diesem Gespräch jetzt schon interessant finde, ist, dass wir sehr stark Schönheit doch mit Jugendlichkeit, mit klaren Linien, mit straffer Haut verbinden. Und das ist vielleicht nicht immer so gewesen. Also wir heute, glaube ich, verbinden Schönheit mit Fitness, mit Jugendlichkeit. Ich will gar nicht sagen mit Jugendwahn, aber das ist eine ganz starke Orientierung. Das ist so ein Idealbild der Jugendlichkeit. Es ist ein Idealbild, das über Werbebilder, über Filme vermittelt wird. Und das ist schon interessant in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Nicht? Also ich nehme in letzter Zeit sehr stark wahr, dass in der Werbung auch schön gealterte Schauspielerinnen und Schauspieler als Werbeträger Verwendung finden, gezeigt werden, und habe überhaupt das Gefühl, als Kunsthistorikerin gar nicht unbedingt dafür zuständig zu sein, für die Frage, was schön ist, weil eigentlich die Werbung, die populäre Kultur, die Filmkultur sich um diesen Mythos Schönheit dreht. Aber trotzdem kann man ja sagen, die Kunst, die ist ja schon, prägt ja auch unser ästhetisches Empfinden. Gibt es nicht auch eine Art Idealvorstellung, jetzt wenn wir bei Gesichtern sind, wie ein schönes Gesicht auszusehen hat? Ich glaube, da muss man wirklich in die Geschichte der Kunst hineingehen und sagen, bis zum 19. Jahrhundert haben Kunstakademien versucht, ein bestimmtes ideal schönes Bild zu schaffen, ja, eine Orientierung zu kreieren, sehr häufig und sehr lange an der antiken Skulptur. Ja. Also das, was wir heute jetzt bei Stars wie Angelina Jolie oder Kate Moss als schön, attraktiv empfinden, hätte da keine Rolle gespielt. Und insofern würde ich immer sagen, also Schönheit hat sicherlich auch eine Komponente, wo die Natur, die Biologie eine Rolle spielt. Aber die Kultur kreiert eben Schönheit mit. Und das verändert sich über die Jahrhunderte und hat sich meines Erachtens extrem verändert durch unsere bürgerliche Gesellschaft. Viel mehr Menschen haben Anteil an dem, auch an der Produktion dessen, was schön sein kann. Und gleichzeitig sind wir heute auch vielleicht viel stärker uns bewusst, das, was Sie gesagt haben, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, es gibt subjektive Empfindungsweisen, was schön ist. Frau Bockel, können wir das auf den Punkt bringen? Sie haben gesagt, ja, alle sagen, was schön ist. Früher war das vielleicht die Kunstakademie. Wer sagt das denn heute? Also das eine war die Werbung. Ist es denn die Werbung, die uns heute sagt, was schön ist oder was wir schön finden müssen? Ich denke, dass Werbung, Mode, Industrie, die Industrialisierung dieser visuellen Kultur eine ganz große Rolle spielt, eine wesentliche Rolle für die Definition, was schön ist. Und vor allem, also wir haben jetzt Schönheit immer im Hinblick auf den Menschen besprochen. Man kann ja auch Schönheit diskutieren im Hinblick darauf, welche Landschaft eigentlich als schön empfunden wird. Genau, bleiben wir noch kurz beim Menschen. Frau Gockel hat gesagt, die Werbung sagt uns, was wir schön finden müssen. Sie orientieren sich an einem Schönheitsideal. Wenn man auch die Kunden, die zu Ihnen kommen, sagen, ja, ich möchte so und so aussehen, die haben ja auch Vorbilder. Wie beurteilen Sie das? Wer sagt uns, was schön ist? Und wie gehen Sie dann auch damit um, wenn jemand mit diesen Schönheitsvorstellungen zu Ihnen kommt? Also ich glaube, es gibt, das ist schon angetönt worden, ein paar Prinzipien. Und fürs weibliche Gesicht zum Beispiel weiß man, dass relativ genau, das ist vor allem ebene Haut, glatte Haut, Symmetrie, die Jugendlichkeit und auch klar erkennbare Weiblichkeit. Bei den Männern ist das schon wieder sehr viel schwieriger, wenn man da von Schönheitsideal spricht, dann reduziert sich das im Wesentlichen auf die Körpergröße und alles andere. Tante Jolesch hat schon gesagt in ihrem Buch, alles was ein Mann schöner ist als Aff, ist ein Luxus. Dem ist natürlich heute nicht mehr so. Schön ist das ein Affe. War das ja, Affe. Genau. Also Männer müssen wir noch nicht schön sein heute, oder wie ist das?
Männer müssen zunehmend auch schön sein, weil sie in einer Gesellschaft, die halt auch etwas vermarktet, verkauft, für dieses Produkt oder für diese Firma stehen müssen, oder? Also ich hatte es auch schon angetönt, gut ist gleich schön oder schön ist auch gleich gut. Und das weiß man auch aus der Werbung oder aus dem Marketing, dass jemand in einem Anzug und der gleiche in einer McDonald's-Uniform, der im Anzug als kompetenter angesehen wird, auch wenn es die gleiche Person ist. Wenn wir nun zurückgehen, was die ursprüngliche Frage war, Ästhetik jetzt oder Wünsche von Patientinnen und Patienten, ist es im Wesentlichen mal einfach wieder jünger auszusehen oder auszusehen, wie man vielleicht vor 10 oder 20 Jahren ausgesehen hat, einfach jugendlicher zu wirken. Und da kommen eben auch Männer jetzt bei mir zu Ihnen, die auch jünger aussehen wollen, weil sie irgendwo im Verkauf arbeiten, einer Firma. Bei mir jetzt im öffentlichen Spital etwas weniger, aber es ist zunehmend, sind die Männer ein Markt im Gesundheitswesen oder eben in der ästhetischen oder kosmetischen Chirurgie. Wie ist es eigentlich, das würde mich noch wundern, als Schönheitschirurg sind Sie ja, arbeiten Sie, also die Kunst gestaltet, formt schöne Objekte, schöne Skulpturen. Sie machen eigentlich ja etwas Ähnliches, einfach an der lebenden Materie. Sind denn eigentlich Schönheitschirurgen auch eine Art Künstler? Schönheitschirurgen, plastische Chirurgen, oder das Wort Plastein, ja. Bilden, Formen aus dem Griechischen, ist natürlich etwas, man sieht ja auf der Oberfläche, was man tut. Und von dem her ist es zum Teil eine Kunst. Ich wehre mich immer ein bisschen gegen auch diese Ausflucht, dass dann eigentlich alles möglich ist und alles, was ich mache, ist Kunst und es gibt keine Kriterien zu beurteilen, was erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist oder wie Qualität überhaupt gemessen wird. Aber natürlich besteht auch die Kunst darin, etwas nicht zu entfremden. Also wir tun mit dem Messer oder Skalpell, wir haben immer etwas verändern. Wir wollen, dass es möglichst nicht erkennbar ist und doch einen Effekt hat. Aber wir verändern wahrscheinlich auch im Inneren dieser Personen oder im Anblick dann mehr, als wir manchmal glauben. Und gibt es dann auch Momente, wo Sie sagen, das ist mir jetzt wirklich gut gelungen oder das ist irgendwie weniger gelungen? Gibt es da auch Spannungen in Ihren? Gibt es natürlich schon, aber das Essentielle ist halt die Planung und zu besprechen, was ist die Erwartungshaltung, was ist erreichbar, was ist mit welcher Methode erreichbar und macht das überhaupt Sinn. Wie gut kann man denn planen? Werden Sie da auch mit Unwägbarkeiten manchmal konfrontiert? Natürlich. Wir haben ja mit unseren Patienten schlussendlich einen Behandlungsvertrag, den natürlich beide Seiten ablehnen können, wenn abstruse Vorstellungen sind, was zu erreichen ist, oder Forderungen, die irgendwie nicht mehr, die wir nicht mittragen können, dann lehnen wir das ab. Also Sie sehen oder kennen wahrscheinlich auch aus den Medien, zu was das führen kann, oder? Genau, das ist jetzt ein schöner Übergang, den Sie jetzt hier machen. Zum nächsten Bild. Das ist für jene, die Sie nicht kennen, Donatella Versace. Sie ist eine italienische Modedesignerin, die vermutlich auch chirurgisch schon ein bisschen verändert wurde. Was würden Sie sagen, Giovanoli, was wurde da alles gemacht bei Frau Versace, Sie als Experte? Also bei Frau Versace denke ich, also die Lippen sind nicht mehr natürlich so aufgespritzte Lippen. Ob an der Nase was gemacht wird oder nicht, weiß ich nicht. Die Stirn ist erstaunlich glatt für jemanden, der 60 Jahre oder mehr ist. Das Gesicht ist auch voll jugendlich und das entspricht auch nicht dem Alter, dieses faltenfreie Gesicht. Also es geht alles. Schlussendlich, was man da erreichen will, ist ein bisschen dieser Jugendlichkeitswahn oder dieses kindliche Gesicht, oder? Große Lippen, kleines Kinn, kleine Stupsnase, volles Gesicht, große Augen, das wird damit erreicht, aber es passt dann vielleicht doch nicht ganz zur ganzen Frau, oder zum Alter. Ja,
Ich wollte noch kurz was fragen, dass es so voll aussieht, ist das Botox oder wie? Das ist wahrscheinlich Fett unterspritzt. Ah, Fett. Facelift, also Hautstraffer und Fett unterspritzen. Frau Brockel, Sie haben aufgestreckt, Sie dürfen gerne was sagen. Gerne. Man spürt ja, dass viele hier lachen oder schmunzeln oder vielleicht auch den Kopf schütteln, denn eigentlich ist das ja für die meisten Menschen gar nicht mehr schön, nicht? Und das bringt mich zu der Frage, geht es hier nicht noch um was ganz anderes, auch um Sexualität, nicht? Um das Wecken von Begehren. Also hier ist ja ein sogenanntes Schönheitsideal entstanden, das nicht mehr dem klassischen Ideal schön entspricht. Und wir sehen das ja bei ganz vielen Stars oder Models, wir haben ja schon Jolie, wir haben auch Kate Moss genannt. Wie ist es dazu gekommen? Ist das, hat das etwas mit der Sexualisierung unserer Umwelt, der Werbung, des Films zu tun? Das ist sicher ein Grund oder ein Argument, oder? Dass man jugendlich, attraktiv, am Leben teilhaben, das sind erfolgreiche Leute, oder? Aber Sie haben gesagt, es ist eben nicht mehr klassische Schönheit, sondern sexualisiert. Woran lesen Sie das? Oder wo sehen Sie da sozusagen die Zeichen dafür? Ich bin ja weder Psychologin noch Schönheitsberaterin, aber ich habe den Eindruck, dass diese also aufgeworfenen Lippen zum Beispiel als besonders erotisch und eben auch so sexuell ansprechend auch inszeniert werden. Ja. Sehr auffällig. Ist das das, was so der Mainstream ist von dem, was Kundinnen und Kunden sich wünschen, wenn sie zum Schönheitsoperator gehen? Nein, ich glaube nicht, das ist schon übertrieben und überzeichnet. Mhm. Oder? Also das geht schon bald in die Thematik der Dysmorphophobie. Also das ist, Leute, könnt ihr das erklären? Ja. Die Dysmorphophobie ist eigentlich eine Körperbildstörung, wo man eigentlich nicht zufrieden ist mit einzelnen Teilen eines Körpers oder eines Gesichtes und sehr fixiert ist darauf. Und das kann auch sehr schnell zu einer Sucht werden, dass die halt einen Eingriff nach dem anderen, nächste Falte sehen, nächster Schönheitschirurg und so weiter. Ja, das tönt ja eigentlich eben krankhaft, pathologisch eigentlich. Wie gehen Sie damit um, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und Sie merken, das ist jetzt so jemand, der eigentlich, da gibt es kein Ende eigentlich, dieser Wünsche. Genau, also so eine Person braucht auch keine Chirurgie, sondern eine Hilfe im Sinne einer psychotherapeutischen Begleitung oder Therapie, oder? Um das zu behandeln. Aber die sind natürlich sehr geschickt und bis man das merkt, also es sind dann immer die gleichen Schemen, die waren bei verschiedensten Koryphäen schon, haben das gemacht und dort und da nicht zufrieden, jetzt machen wir noch das. Und wenn man das am Anfang nicht erkennt, dann kann das auch eine lange Geschichte werden. Frau Gruppe, Sie haben schon wieder aufgeschrieben. Sie dürfen gerne noch mal was sagen. Mir ist spontan noch etwas eingefallen, wie man vielleicht auch dieses Gesicht, diese Physiognomie noch historisieren könnte. Natürlich fällt einem auch Brigitte Bardot ein, nicht? Also ein Star, den wir heute mit den 60er Jahren verbinden, also eigentlich mit der sexuellen Revolution. Nicht? Und vielleicht hat sich das auch über diese Dekaden so entwickelt, dass sich da ein ganz neues Schönheitsideal entwickelt hat, das jetzt in so einem Fall vielleicht auch dann sich in was Negatives oder Deformiertes geradezu steigert. So. Jetzt, wenn man ja diese Frau Versace ist ja nur ein Beispiel für die viele Schöne und Reiche, die sich ja routinemäßig operieren lassen. Es ist auch zu einem Konsumprodukt eigentlich geworden, Schönheitsoperation. Kann man denn Schönheit kaufen heutzutage? Was würden Sie sagen? Also wenn Sie mich fragen, es ist ja schon fast alles heutzutage kaufbar und vieles ist kaufbar an Schönheitsoperationen. Ob das dann wirklich am Schluss Schönheit wird oder ist fraglich, aber es sind natürlich Leute, die sich das leisten können und andere halt nicht. Also haben dann auch bald zwei Klassen von Kunden oder Schönheit. Aber vielleicht nochmals, um darauf zurückzukommen hier,
im Prinzip glaube ich, Schönheit kennt kein Alter. Also es gibt auch schöne ältere Frauen, wenn wir Iris Berben, Diane Keaton und so weiter sehen. Die sind doch auch operiert. Die sind genau gleich. Aber sie sind so stark operiert wie die Frau. Das ist möglich, aber das sind Frauen, die man. Die attraktiv sind für ihr Alter oder in ihrem Alter. Aber dann haben Sie doch einfach den besseren Schönheitschirurgen. Ja, das ist die nächste Thematik, die Sie aufmachen, oder? Also Sie vertrauen sich halt schon wem an und ich wehre mich ein bisschen gegen diese Verharmlosung, die immer entsteht, dass man einfach Schönheitsoperation oder ein bisschen Botulinumtoxin in der Mittagspause schnell holt. Also da geht es um Risiken auch, die man einnimmt, da geht es um gewisses Leid, Komplikationen, die man einfach kennen muss und auch behandeln muss. Und da ist natürlich heutzutage ein Markt, ästhetische Medizin, ästhetische Operationen, wo sehr viele Stakeholder drin sind und mitverdienen wollen. Wir haben vorhin gesagt, dem Donatella Versace, die kann sich sowas leisten. Man hat jetzt aber eigentlich mittlerweile den Eindruck, es ist völlig en vogue, sich schönheitsoperationsmäßig zu verschönern. Es gibt in Amerika, das ist wahrscheinlich auch regional verteilt, in Amerika gibt es den Begriff des Nose-Job, wo es eben auch so ist, dass sich junge Frauen zum Highschool-Abschluss zum Beispiel eine Nasenkorrektur schenken lassen. Ist es denn so, Frau Gockel, was ist Ihr Eindruck, dass heute der Körper zu einem Konsumprodukt wird, dass man eben je nach Belieben verändern, verschönern kann? Hat sich da in Ihrer Wahrnehmung etwas verändert, auch in dem, wie sich die Leute verhalten? Also man kann sicherlich den Eindruck gewinnen, wenn man diese Zahlen hört, das sind ja eben die Nasenkorrektur zum College-Abschluss, oder Enthaarung und ich weiß nicht was. Die Kunst hat ja seit den 1960er Jahren auch den Körper als künstlerisches Material entdeckt, bis hin zu Künstlerinnen und Künstlern, die auch diese Veränderung durch plastische Chirurgie thematisieren. Und da kann man sehen, dass die bildende Kunst reagiert auf so eine Konzentration auf den Körper als Material, kann man geradezu schon sagen. Und was zeigt sie denn, diese Reaktion? Ja, die Reaktion ist, das ist ja eben der Unterschied zwischen einer Gestaltung und einer künstlerischen Arbeit, würde ich sagen, die Reaktion ist, uns das bewusst zu machen, dass wir überhaupt so eine also Obsession ausgebildet haben der jugendlichen Schönheit, des Glaubens, alles sei machbar und veränderbar, genau wie Herr Giovannoli sagt, und ausblenden, dass das auch mit Schmerz, mit Risiken zu tun hat. Mhm. Ich denke, die Individuen sind sich zum Teil dessen schon bewusst, aber die visuelle Kultur, die sehr stark auch durch den Markt bestimmt wird, wir sind alle Konsumentinnen und Konsumenten, suggeriert diese Einfachheit, nicht, den Körper so in Shape zu bringen. Nicht? Und da zahlt man offensichtlich eben, wenn Sie Schmerzen ansprechen, einen hohen Preis. Ja, also ich habe noch keine Schönheitsoperation hinter mir, aber ich stelle mir vor, dass das ausgesprochen also risikoreich ist. Wir hatten ja letzthin eine große Ausstellung über die Arbeiten von Cindy Sherman im Kunsthaus, die in ihrem gesamten Werk über Dekaden sich immer wieder damit auseinandersetzt, wie unsere Gesellschaft Menschen in Rollen steckt. Ja, erwartet auch, dass wir Rollen spielen. Also Sie haben es schon gesagt, jemand, der gut angezogen ist oder gut aussieht, wird anders wahrgenommen als jemand, der nicht in dieses Format passt, diese Maske sozusagen nicht trägt. Und das hat eben das, was man trägt, über die Kleidung hinausgehend, unseren Körper erreicht. Und Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich damit. Es scheint einen gewissen Druck zu geben, dass wir schön sind. Herr Giovannoli, äußert sich das auch in Ihrer Praxis? Haben Sie da plötzlich noch viel mehr Zulauf als bis anhin? Also bei uns gibt es vielleicht eine gewisse Tendenz, aber glaube ich ganz generell bei den niedergelassenen, rein ästhetisch tätigen Chirurgen
gibt es da sicher einen Zulauf. Ich möchte einen Punkt aufgreifen, den Sie erwähnt haben. Sie haben gesagt, es wird etwas versprochen durch die Schönheitschirurgie, auch ein Ideal vorgegaukelt, wenn man so will. Sie ist auch ein Opfer, aus meiner Sicht, Frau Versace, davon. Und das Problem ist ja, dass diese Gesichter ja trotzdem irgendwann altern. Das ist ja das eine. Das andere ist, dass Sie ja eben, Sie haben gesagt, wenn Sie operieren, wollen Sie den Charakter nicht verändern. Genau. Das wäre bei ihr nicht so. Und jetzt meine These wäre, dass Gesichter, die so stark verändert werden, dass die dann auch schlecht altern. Das begegnet einem ja manchmal auch auf der Straße. Dann schönheitsoperierte Frauen, die dann alt werden, und das ist dann nicht mehr schön. Wie beurteilen Sie das? Altern solche Menschen schlechter, solche Gesichter schlechter als natürliche? Also ich glaube, es gibt zwischen, sagen wir jetzt, der Attraktivität, Jugendlichkeit und der Lebenszufriedenheit eigentlich keine klare Korrelation. Aber Leute, die natürlich immer auf das Äußere und das Schöne bedacht waren, die altern natürlich schwieriger und haben dann ein Problem damit. Und denke ich, dass das auch ein Problem von Frauen. Aber ich meine jetzt rein physiologisch, biologisch. Das macht man das Gefühl, dass diese Gesichter dann zum Teil so künstlich hergestellt sind, dass sie dann so einfallen, sage ich mal. Ist das wirklich so? Ja, es fehlt auch die Mimik. Also die Mimik geht bei solchen Sachen vollen Gesichtern verloren. Und das ist ja das, was in der Kommunikation, in Diskussion mit dem Gegenüber, mit der Umwelt ganz wichtig ist, oder? Das sind am Schluss irgendwelche Fratzen, jetzt übertrieben gesagt, die man produziert. Und es geht einiges an diesem Gesicht, Lebenserfahrung, die auch vielleicht die Frau Versace hat, verloren. Falten sprechen für Erleben, ein längeres Leben, Erfahrungen, vielleicht tiefe Falten für schmerzhaftere Erfahrungen, die man im Leben erfahren hatte. Und das fehlt dann diesen Leuten. Ja. Gut. Jetzt nächstes Bild. Jetzt zwei Porträts, die wir sehen, die der englische Maler Thomas Gainsborough im 18. Jahrhundert gemalt hat. Zum einen sehen wir hier die Dame, das ist Lady Mary Bate Dudley. Der Herr ist der Prince of Wales, der dann später einmal zum König George IV. Wird. Frau Goppel, Sie haben diese beiden Bilder vorgeschlagen. Wieso haben Sie das gemacht? Ich habe sie vor allem vorgeschlagen, um zu zeigen, dass dieses Ideal der überschlanken Figur also nicht nur ein Ideal für Frauen sein kann, sondern im 18. Jahrhundert auch für Männer. Also sozusagen aus einem jugendlichen vorrevolutionären Optimismus heraus, würde ich sagen, ja, und auch als Gegenwehr zu einer mehr akademischen, klassischen Darstellungsweise, die sich an der antiken Skulptur orientiert. Hier ist also jemand, der sich darstellen lassen will als ein Geist, also auch als einen Intellektuellen, der mitten in seiner eigenen Zeit steht, etwas Neues darstellen will und einen Maler findet, der in der Lage ist, ja zu abstrahieren von Vorbildern etwas Neues zu schaffen. Sind die dann schön aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht, also mich haben diese Gemälde, das sind ganz figurige, monumentale Gemälde, sehr angesprochen, aber ganz abgesehen davon haben die Zeitgenossen damals das als ausgesprochen modern bezeichnet, also haben das als schön und modern empfunden. Und das fand ich interessant, dass da schon dieser Begriff vorkommt, der Modernität. Und Sie haben, das haben Sie uns im Vorgespräch gesagt, nicht nur als modern geboten, sondern auch als natürlich. Das fanden wir eigentlich interessant. Also, dass hier suggeriert wurde, das Schlanke sei eigentlich das Natürliche, die natürliche Schönheit. Können Sie das was dazu sagen? Ich würde es noch etwas anders formulieren. Also, es wurde versucht, einfach einen Modus, eine Darstellungsweise, eine Ästhetik zu finden, die Betrachter den Eindruck vermittelt, ja, das ist eine ganz natürliche, aus unserer eigenen Zeit herausgesprungene Persönlichkeit. Ja, es ist nicht jemand, der sich in die Rolle
einer vergangenen Porträtform begeben muss, nicht? Sondern dieses zeitgenössisch Sein, auch eben nicht ein also Ideal ewiger Schönheit, sondern wirklich etwas Veränderliches zu vermitteln und zu sagen, ja, ich bin jetzt jugendlich, jung, schön, schlank, aber doch auch... Also das heißt konkret, diese Jugendlichkeitswahn gab es auch im 18. Jahrhundert schon. Das kann man vielleicht so nennen, aber es gab genauso gut auch Porträts, die sehr erfolgreiche Unternehmer mit sehr korpulenten Staturen gezeigt haben. Und das alles vermittelt einem ja den Eindruck, da ist Körperlichkeit schon etwas, das etwas über soziales Prestige, aber auch über die Geisteshaltung vermitteln soll. Ich fand es auch noch, vielleicht darf ich das noch sagen, interessant, dass dieser Maler eben bereit war, nach ein paar Jahren, wenn sich die Mode verändert hatte, nochmal Hand an seine Bilder zu legen und sie einfach die Locken, die Frisur, vielleicht auch eine Schleife oder etwas, oder vielleicht es noch schmaler zu machen. Wir leben ja heute im digitalen Zeitalter, wo wir ständig auch und so vielleicht Selfies oder die Porträts der Familienmitglieder mit Photoshop verändern. Also vielleicht ist er wirklich einer der ersten gewesen, die so eine Aktualisierung eigentlich des Bildes angeboten haben. Da ging es wahrscheinlich auch eben in diesem Schlankheitskult darum, sich abzusetzen, jetzt auch als soziale Gruppe definieren gegenüber anderen. Da sehen Sie das nicht so, diesen Aspekt des sozialen Unterschieds, der durch diesen Schlankheitskult, der quasi auch noch betont wird. Ja, auch das, was in einem solchen Gemälde oder in einer Zeichnung oder Grafik dargestellt wird, auch der sozialen Wirklichkeit entsprochen hat, das sind vielleicht wirklich nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber Sie haben recht, diese, ich sage jetzt mal, Upper Class hat sich in diesen Körperformen, in dieser Darstellungsweise besonders schön gefunden und damit sicherlich auch abheben wollen. Also wenn wir jetzt noch andere Maler mit ins Spiel bringen würden, also es gab einen ganz wichtigen Tier- und Pferdemaler George Stubbs zu dieser Zeit, der hat ganz sehr gerne diese hochgezüchteten Pferde zusammen mit sehr körperlich eben nicht ideal schönen Stallmeistern gezeigt. Das heißt, das schöne Wesen, ob Mensch oder Tier, braucht auch seinen Gegenpart. Darüber haben wir bisher noch gar nicht so gesprochen. Also die Ästhetik des Hässlichen ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Aber nicht? Das war Gainsbourg's Ding nicht. Nein, der absolut wollte, nicht. Er hat ästhetisieren und auch seine Kunden quasi in diesem schönen, schlanken Licht darstellen, quasi als modische Zeitgenossen. Ja, er ist sicherlich der Modemaler der Zeit gewesen, hat sich abgesetzt von anderen akademischer, traditioneller arbeitenden Künstlern. Aber eben der schöne, schlanke Adelige mit dem schönen, schlanken Pferd hat sich natürlich schon abgehoben, auch von diesen vierschrötigen Bauern, die dann vielleicht die Pferde betreut haben. Wenn wir jetzt den Sprung ins Heute machen, was wäre vergleichbar? Diese Art von sich unterscheiden durch eine bestimmte Art, sich zu kleiden oder auch irgendeine bestimmte Art von Körperlichkeit. Was fällt uns dazu ein? Mir fällt eigentlich Sie dürfen gerne beides dazu sagen, aber wenn Sie schon so schön im Schwung sind. Dann also mir fällt eigentlich sofort ein, welche große Rolle also in der Politik in den USA das Schlanksein spielt. Nicht? Und ein Schlanksein, Fitsein, ist ein Sozialprestige, aber auch ein Prestige für eine politische Klasse. Nicht? Und weshalb ist es in den USA so wichtig? Sicher wichtiger als bei uns in Europa, spielt es ja noch nicht so eine große Rolle. Was? Genau. Das ist wahrscheinlich der Dicksein ist ja dann eher ein Unterschichtenphänomen und da kann man sich natürlich auch abheben, indem man schlank und fit ist. Das spielt bei uns ja noch nicht so eine große Rolle, ist aber auch im Kommen, könnte man sagen. Also mir kommt spontan so ein bisschen diese Abgrenzungsästhetik in Sinn, diese ganze Body Contouring, Body Modification Geschichten, wo Leute sich Silikonhörnchen einpflanzen lassen, sich piercen überall, Brandspuren einfügen und um sich da auch wahrscheinlich ein bisschen abzusetzen. Das sind dann aber schon relativ starke Formen von sich unterscheiden körperlich. Genau.
weil es wie nach einem Beispiel gefragt hatten, oder? Kommt mir das in Sinn? Und wir hatten mal mit der NZZ so eine Diskussion, oder? Was, wohin das führt? Und das ist, das sind ja nicht Ärzte, die das machen. Die haben auch keine Anästhesie für diese Eingriffe. Da gehört dieses Leid irgendwie dazu. Das muss man sich erarbeiten. Und das geht dann mehr auch Richtung Spiritualität, Grenzerfahrungen, Bewusstseinserweiterungen. Das ist dann sicher nicht mehr Mainstream, sondern eher Subkultur. Genau. Aber was ja schon so zum Mainstream geworden ist, sind diese ganzen Tattoos. Also das machen ja auch viele Leute, dann vielleicht auch nicht so großflächig, aber... Es haben sehr viele Patienten, die ich sehe, haben ein Tattoo. Also früher waren es Tattoos, hatten die Matrosen oder das war so im Hafen, das waren die Lower Class und heute... ist das sozial akzeptiert, oder, was man Tattoo hat. Wir haben schon den Eindruck, das ist, also ich habe den Eindruck, man hat die Hemmschwelle quasi, seinen Körper zu verändern, die ist sehr viel kleiner als auch schon, eben auch im Mainstream. Ja. Jetzt haben wir ja hier, Sie haben gesagt, das galt damals als natürlich, die amerikanischen Politiker wollen auch schlank sein. Gibt es denn so etwas wie natürliche Schönheit? An sich kann man sagen, es gibt so etwas, ein Ideal, ein Schönheitsideal, dass man das natürlich bezeichnen könnte. Es ist die Frage, ob Schönheit immer oder überhaupt natürlich ist oder war. Also heutzutage, wo es eigentlich normal ist, dass man sich die Haare rasiert, an den Beinen, die Achselhaare, die Schamhaare, falsche Nägel hat oder die Haare färbt, das ist ja auch schon irgendwie ein Schritt weiter über die ursprüngliche Natürlichkeit. Oder? Und, es gab zum Beispiel im 9. Jahrhundert nach Christus in China den Lotusfuß bei jungen Mädchen. Das hat man einfach so bandagiert in einer Schreckstellung, damit die als Ballerina einzelne Tanzschritte halt besser machen konnten. Aber die hatten einen völlig verkrüppelten Fuß, galt aber als sehr hohe ästhetischen Wert. Frau Gockel. Ja, das ist eigentlich eine Frage, die man auch an Evolutionsbiologen richten müsste. Nicht? Also wenn wir jetzt sagen, dass Schönheit und Natürlichkeit oder natürliche Schönheit ausschließlich ein kulturelles Konstrukt ist, das stimmt wahrscheinlich auch nicht. Kultur verändert das, was natürlich auch vorgegeben sein kann. So würde ich das eher formulieren wollen. Aber es gibt doch, wenn man so durch die Zeit schaut, verändern sich die Schönheitsideale doch zum Teil ganz beträchtlich. Kann man schon, also meine, bei den Menschen natürlich im V, beim V ist immer das Gleiche schön, wenn ein Mensch ein großes Rad macht. Man würde das Evolutionsbild. Bei den Menschen ist es anders. Und das hat doch schon mit unserer Kultur zu tun, mit kultureller Prägung, mit einem kulturellen Diskurs. Sicher, also ich. Ich bin ja gerade jemand, der darauf insistieren würde, dass Schönheit kulturell und historisch sehr stark geformt wird. Aber es gibt eben auch das, was Sie erwähnt haben, es gibt diese Experimente, dass Menschen auf Symmetrien spontan reagieren. Oder auch der umgekehrte Fall, dass jemand, der extrem entstellt ist, erstmal Schrecken hervorbringt bei vielen Menschen. Und man kann das dann eben kulturell verändern oder auch insofern auch beeinflussen, als dass man anfängt darüber zu reflektieren. Ja? Dass man also Menschen, die mit Behinderungen beispielsweise, eben auch anders sehen kann, ja, als in diesen einfachen, spontanen Schemata. Das müsste man Wahrnehmungspsychologen fragen, also die ja solche Experimente machen. Ich finde, das muss man zumindest bei dem Thema mit einbeziehen. Also die Reaktion auf Entstellung, meinen Sie? Oder? Ja, wie auch auf Symmetrien, beides eben. Und Sie arbeiten ja zum Teil auch mit solchen Menschen, die wirklich entstellt sind, zum Beispiel die Gesichtslähmung haben oder andere Entstellungen. Genau. Was spielt denn da die dann sozusagen Natürlichkeit, Schönheit für eine Rolle in diesen Erwägungen, die Sie da machen, wenn Sie jemanden operieren? Also in der plastischen Chirurgie ist es so, dass man immer zwei Aspekte hat. Also man hat den funktionellen Aspekt und man hat den ästhetischen Aspekt. Das gehört aber immer zusammen. Also ähnlich wie in der Architektur der 50er Jahre, Form follows Function. So denken wir und tun wir.
Bei der Gesichtslähmung ist es so, dass wenn das Gesicht gelähmt ist, können Sie das Lid nicht schließen. Die Leute leiden unter Empfindlichkeit des Auges, das tränt. Und sie haben Mühe beim Sprechen, weil sie anstoßen. Sie verlieren Flüssigkeiten und Speisen beim Essen. Und wenn man das verbessern kann durch verschiedenste Eingriffe, sei es einfache statische oder gar Nerven- und Muskeltransplantate, so ermöglichen wir diesen Leuten wieder sozial fähig kommunizieren zu können und in sich in einer Gesellschaft wieder aufhalten, weil das Gesicht, die Mimik, die Expression, das Sprechen, das ist das, was wir brauchen. Und die Leute, denen das fehlt, die ziehen sich zurück, die verkümmern dann innerlich, die getrauen sich ja nicht in ein Lokal zu gehen, weil sie immer ein Taschentuch mitnehmen müssen. Also die Menschen sind dann schöner und sie sind dann schlussendlich auch glücklicher dank ihrer Operation, weil sie eben wieder... Also sie haben primär mal die Funktion wieder erlangt, dass sie minimale Bewegungen, ein Lidschluss ist das eine Ziel, das andere ist das Wiederherstellen eines Lächelns, wenn immer möglich, oder zumindest einer statischen Symmetrie, wenn nicht dynamisch, dann ist das weniger auffällig, sie können besser sprechen, essen und durch diese Funktion sind sie natürlich auch schöner wieder. Dazu kommt, dass man eben die Symmetrie wiederherstellt und dadurch rein optisch, visuell, dass wieder jemand ist, der nicht einen Makel hat. Auch wieder ein schönes Stichwort, das Sie uns hier geben, nämlich den Makel bzw. die Makellosigkeit. Haben wir hier, das ist die Venus von Botticelli, wurde 1485, 86 gemalt, ist ein Werk der Renaissance und da wird ja eine sehr schöne Frau gezeigt, die man wahrscheinlich auch heute noch schön finden würde. Was meinen Sie dazu, Frau Gockel? Ist das heute noch schön? Finden Sie das heute noch schön, wenn Sie das so betrachten? Ich denke, dass viele Menschen das auch heute noch als schön bezeichnen und reflektieren würden. Ich würde in dem Zusammenhang aber auch gerne darauf zu sprechen kommen, dass wir bisher über eine sehr eurozentrische Form von Schönheit gesprochen haben, des weißen, schlanken, jugendlichen Menschen. Und mich hat in letzter Zeit, auch durch einen USA-Aufenthalt, mich die Frage beschäftigt, also wie wird Schönheit eigentlich in anderen Kulturen und von Menschen anderer Hautfarben kreiert? Da ist das Beispiel von Michelle Obama sehr interessant, nicht? Die mit ihren, wir haben das schon in dem Heft angetönt, in dem Interview, mit ihren muskulösen Oberarmen, also es erstmal einen Skandal ausgelöst hat. Und heute ist das schon Mainstream, dass also eine Frau so sich präsentieren kann. Es hat sicherlich auch mit ihrer Machtposition zu tun, das ist klar. Aber wir sprechen im Moment über diese, ein sehr schmales Repertoire. Aber gehört Frau Obama nicht schlussendlich dann auch da rein? Und es ist nicht zum Beispiel so, dass die Asiaten sich ja auch sozusagen angleichen wollen, dass man mit zum Beispiel größere Augen, müsste man nicht umgekehrt sagen, gibt es nicht so eine Globalisierung der Schönheitsideale? Also ich spreche was ganz Wichtiges an, also dass nämlich die Effekte der Globalisierung auf das Schönheitsempfinden. Und es mag sicherlich richtig sein, dass auf der einen Seite es solche Anpassungs-, Assimilierungspraktiken gibt. Auf der anderen Seite haben sich aber auch Gruppen wie die African Americans erstmal ihr Schönheitsideal, ihre Black Beauty herstellen müssen. Nicht? Und ich glaube doch, dass also gerade dieses trainierte, starke der Michelle Obama nicht nur so eine Anpassung eines weißen Mainstream-Körperideals ist. Sondern das wäre dann eben aus dieser Black Beauty-Bewegung heraus, bis ins weiße Haus. Ja, also ich würde doch glauben, dass das noch durch diese Bürgerrechtsbewegung eine Rolle spielt zumindest. Ja. Werden Sie dann auch mit kulturell verschiedenen Schönheitsvorstellungen konfrontiert in der Praxis? Das ist schon so, ja. Also Asiaten wurde bereits schon angetönt, Koreaner vor allem, aber auch Japaner, die haben keine Lidfalte und die möchten diese rekonstruiert haben und das ist ein Markt. Es gibt Perser mit der hängenden Nase,
die sie korrigieren lassen. Die Asiaten tun gerne ihre Wangenknochen reduzieren. Wir in Europa haben Implantate, um die aufzubauen, damit wir ein bisschen, also das, so dieser Globalisierungseffekt oder vielleicht das, was man nicht hat. Wo, ja, eben, genau. Und wo ist denn da quasi das ästhetische Kriterium? Welches Ideal ist denn da? Da gibt es dann eine Schnittmenge, das so irgendwie ein Durchschnitt, der dann irgendwie für alle erstrebenswert ist? Oder? Ja, wahrscheinlich kann man nicht aus seiner eigenen Haut ganz raus, aber man kann vielleicht... Aber es ist schon so, dass die Asiaten sich eher ein europäisches Schönheitsideal haben und ich glaub, Europäer, ich vielleicht ein asiatisches, eben mit weißen Mandelaugen oder Katzenaugen. Genau, also es ist so ein bisschen. Gibt dann ein Transfer, oder dass man halt das, was man kennt oder hat oder definiert wird, aus dem halt irgendwie auch ausbrechen möchte. Also, ich war jetzt 10 Jahre her, mal ist mir das so aufgefallen beim Besuch in San Francisco am Abend im Hotel. Asiatinnen mit eigentlich immer schwarzen Haaren, die sie ziemlich braunrot gefärbt hatten, und schwarze mit ganz glatten Haaren, oder ganz wirklich mit viel Gel und Ding gestrichen, weil sonst die meistens gekrauste Haare hatten, oder ein bisschen ausbrechen, aus einem Klischee vielleicht auch. Vielleicht, Frau Bock, wenn wir noch über Kunst reden möchten, hier auch, das war ja revolutionär, als Botticelli das gemalt hat. Könnte man heute auch noch so malen oder wäre das dann kitschig? Ja, schwierige Frage. Ich glaube schon, dass auch die zeitgenössische Kunst mit Schönheitsidealen und schönen Körperformen arbeiten kann. Aber es muss eben einen Inhalt haben, es muss einen Bezug haben zu dem, wie wir heute über Schönheit denken oder auch zu den Problemen, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, nämlich auch der Industrialisierung von Schönheit. Also die moderne Kunst seit den Avantgarden, seit dem späten 19. Jahrhundert, hat sich nicht nur in Richtung Problematisierung von Themen und ästhetischen Formen hin entwickelt, sondern gerade also dezidiert versucht, auch eine Ästhetik des Hässlichen, eine Gegenkultur zu schaffen. Und wenn wir heute jetzt zum Beispiel diese Skulpturen von Jeff Koons nehmen als Beispiel, ja, das kennen ja, der spielt eben auch mit dem Kitschigen, ja, mit den Erwartungen. Spielt er nur damit oder ist es nicht einfach Kitsch? Das glaube ich, würde eher sagen, er thematisiert das, es ist nicht einfach Kitsch. Und hat ja Glück gehabt, dass er sich noch was dabei denkt. Wenn er so aber Sie sagen, es hat sich irgendwie, also Schönheit ist kein Kriterium mehr für Kunst, für gute Kunst, das ist vorbei. Jedenfalls nicht das alleinige Kriterium, es ist eher ein Thema und kein ästhetisches Kriterium, das würde ich sagen, ja. Ein Thema, das man reflektiert. Das muss man reflektieren. Aber so nicht mehr einfach. Dem einfach so schön, den traut man eigentlich nicht mehr. Gehen wir zu unserem letzten Bild. Das ist jetzt eben auch etwas relativ zeitgenössisches. Eine Fotografie des deutschen Künstlers Wolfgang Tillmanns. Das trägt den Titel Schlauerheit, ist aus dem Jahr 2001. Sie, Frau Goppel, haben gesagt, es sei ein Werk, das sich auszeichnet durch eine provokante Schönheit. Wo sehen wir jetzt auf diesem Ensemble, auf diesem modernen Stillleben denn das Provokante? Also erstmal nimmt das Werk ja offenkundig Bezug auf ein Genre, nämlich das Stillleben, das Arrangement eines Arrangement von alltäglichen Dingen hier auf einem Tisch, und man kennt diese Gattung seit Jahrhunderten. Viele Menschen werden das mit dem holländischen Stillleben verbinden, aber sicherlich würde man keine Plastikflaschen erwarten. Man würde nicht denken, dass jemand diese Blumen vielleicht auch ohne Tischdecke auf diesen Tisch stellt, und trotzdem hat das Werk eine Ästhetik, die ja ansprechend ist. Das mag an der Farbkomposition liegen, das mag daran liegen, dass er also sehr interessante Lichteffekte, Spiegelungen fotografiert hat. Und das kennen wir eigentlich schon aus dem klassischen Stillleben. Nicht? Also wenn man es genauer hinsieht, ist es gar nicht so ein Affront. Ja?
Also er schafft es, etwas Zeitgemäßes herzustellen, das trotzdem noch in einer gewissen Tradition der Kunst steht, so würde ich das sagen. Finden Sie es auch schön? Was mir gefällt, ja. Das war sehr, sehr provokant, ja. Diese Möbel aus den 40er oder 30er Jahren und die Blumen in den PET-Flaschen, auch die Blumen eher so altmodische Blumen, wirklich jetzt so. Schrägen Anblick. Es hat ja schöne Möbel hier auf diesem Bild, schöne Tulpen. Ich glaube, die meisten von uns kaufen auch gerne mal Tulpen, stellen sich die zu Hause auf und freuen sich darüber. Deshalb ist unsere letzte These, wäre, dass Schönheit glücklich macht. Ist das so? Also ich habe es schon mal, glaube ich, angesprochen kurz. Also ich glaube nicht, dass es wirklich eine Korrelation gibt. Zwischen Schönheit und Glück? Ja. Oder so Lebensglück. Also das Glück ist immer, glaube ich, abhängig vom Unterschied. Also wenn etwas besser geworden ist in meinem Leben, dann hat sich was verändert, dann ist das Glück. Aber jetzt Attraktivität oder Schönheit und Glück, glaube ich nicht, dass es wirklich eine Korrelation im Groben gibt. Dass man natürlich mit Kleinigkeiten jemandem ein kleines Glück geben kann, dass man etwas verbessern kann, jetzt konkret mit einer Operation oder einer Veränderung, das ist schon so. Aber eben, Sie haben gesagt, eben das macht glücklicher, also Menschen sind glücklicher, wenn sie eine ästhetisch verändert, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Gesichtslähmung dann eben wieder lächeln können, wieder Funktionen haben, die sie vorher nicht mehr hatten, das macht sie glücklicher, macht es denn sie auch glücklicher als Chirurg? Ja, wenn wir das Behandlungsergebnis erreichen, was wir uns gesetzt haben, wenn wir den Leuten etwas bieten können, zum Beispiel Gesichtslähmung bei Kindern, oder, die am Anfang ihres Lebens stehen, die in einer Gesellschaft aufwachsen und sie kommunizieren müssen, wo sie ihren Weg machen müssen, dass die nicht schon zwei Reihen hinten anstehen müssen, sondern voll ins Leben gehen können, dann muss ich sagen, ist das unsere Aufgabe. Und wenn wir das können, dann setzen wir uns ein, diesen jungen Menschen zum Beispiel einen guten Start in ein Leben zu ermöglichen. Haben Sie dann auch weiterhin nach einem Eingriff Kontakt dann zu Patienten, wo Sie auch dann erfahren, wie das in genau, also diese funktionellen Eingriffe, die verfolgen wir zum Teil, jetzt was Gesichtslähmung betrifft, über Jahre. Wir sehen, wie sich das entwickelt und dass sie möglicherweise nochmals Korrekturen notwendig. Das ist dann, Aber es ist nicht so, dass es ein lebenslanges Operieren gibt. Das muss auch irgendwann ein Ende haben. Man kann die Leute nicht dauernd ans Spital binden, oder? Die müssen wieder. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie, also Schönheit an sich macht nicht glücklich, aber Hässlichkeit kann unglücklich machen. Ja, ich glaube, man kann es nicht ganz so pauschal wirklich sagen, aber ich möchte warnen, dass man nur mit ästhetischen Eingriffen sagt, dass man jemanden glücklich machen kann, oder? Weil das Problem häufig woanders ist, dass aber für ein ganz selektives Problem, ein lokales Problem, das jemanden stört, ein Doppelkinn, wenn man das operieren kann und das der einzige Wunsch ist, dann ist das so, dass man jemanden im Moment glücklich machen kann, das ist schon so. Ja. Wie ist es denn bei Ihnen, Frau Gockleb? Sie beschäftigen sich mit Kunst. Macht Sie diese Beschäftigung dann glücklich persönlich? Ja, in dem Sinne, als dass ich sozusagen nicht nur meinen Traumberuf habe, sondern mich wirklich mit dem beschäftigen darf, was mich interessiert, also was mich geistig anregt und was ich weitergeben kann. Also ich bin ja in der Lehre tätig und das erfüllt mich eben, das ist sinnstiftend, auch etwas für die Zukunft, ja, für die Gemeinschaft zu tun. Ich finde eben Glück, also Glück ist ja so eine riesige Kategorie wie Schönheit. Nicht? Und ich glaube, beides muss man sehr stark herunterbrechen, letztlich auch auf das, was Individuen, Kulturen und so weiter. Aber kommt jetzt, ja, das können wir, aber Sie, wir haben jetzt ja viel differenziert heute, aber macht denn Schönheit glücklich? Ich glaube, es kann für den Einzelnen Glück bedeuten, ja, ich glaube schon. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, jetzt wissen wir es. Das wollten Sie ja. Jetzt wissen wir es.
Der Giovanoli hat das sehr schön relativiert. Also wir haben uns jetzt eine Stunde lang gefragt, was schön ist, ob Schönheit käuflich ist, ob sie natürlich und zeitlos ist. Sie haben zugehört, was unsere Expertinnen und Experten dazu gesagt haben. Vielleicht ist Ihnen ja dabei auch die eine oder andere Frage noch durch den Kopf geschossen, die Sie jetzt gerne stellen können. Wir haben ein Mikrofon im Saal und wer hätte noch Fragen an unsere beiden Gäste heute Abend zum Thema Schönheit? Da hinten der Herr. Erste Frage. Meine erste Frage geht an die Mediziner. Sie sprechen immer nur von Verbesserung, aber Sie sprechen nicht von allen Schwierigkeiten und Problemen, die überhaupt auftauchen können. Wie oft gibt es da negative Auswirkungen? Also ich habe schon gewarnt vor der Verharmlosung solcher Eingriffe und dass man wirklich sich sehr genau und bewusst sein muss, was für Risiken oder Komplikationen man eingeht. Man bestellt nicht einfach eine Nachspeise, die man dann bekommt und die man abholt. Und wir reden in der ästhetischen Chirurgie von etwas, was vom medizinischen Heilbegriff völlig entkoppelt ist. Also wir reden von Operationen, die vom Gesundheitsbegriff gar nicht notwendig sind. Also umso mehr ist da Aufklärung notwendig, Einwilligung zu einem Eingriff und Abwägen für und wider. Die Komplikationsraten, wenn man das gut macht, in guten Händen, sind die relativ gering, oder? Weil man sich eigentlich keine praktisch erlauben kann. Aber wenn Sie sparen wollen, wenn Sie im Ausland irgendwo hinfahren, weit weg dann die Nachbehandlung, billige Implantate, Lokalanästhesie, nicht den Hygienestandard, dann steigt die Komplikationsrate, auch wenn das vielleicht gute Operateure sind. Also ob ich damit Ihre Frage beantwortet habe. Die Diskussion drehte sich fast ausschließlich um Schönheit im Sinne von Aussehen. Nun haben wir aber, glaube ich, alle schon erlebt, dass man auf den ersten Blick eine Person sieht, die ist vom Äußeren ausgesprochen schön, jung, symmetrisch, straffe Haut, wohlproportioniert und so weiter. Und wenn man der Person in die Augen schaut, dann spricht daraus Langeweile. Wenn sie den Mund aufmacht, kriegt man das Grausen. Sie bewegt sich unnatürlich. Das heißt, nach kurzem Kennenlernen wird diese Person von einer schönen Person, ich will nicht sagen in eine hässliche herabgestuft, aber der erste positive Eindruck geht völlig flöten und man wird sie nicht mehr als schön betrachten. Wie sehen Sie die relativen Bedeutungen dieser verschiedenen Modalitäten für unser Gesamtbild, ob eine Person schön oder nicht so schön ist? Ja, wir haben es zumindest angedeutet, nicht? Die Schönheit liegt nicht nur im Auge des Betrachters, sondern hat auch mit Emotionen, hat mit Charakter zu tun. Ich glaube, letztendlich gibt es ein Gesamtbild des Schönen und dazu gehört eben nicht nur das Äußere, das meinen Sie ja. Also Schönheit als Oberfläche kann ausgesprochen banal, wenn nicht sogar kitschig sein. Und, das gilt ja für Menschen genauso wie für Kunstwerke. Genau. Aber Tatsache ist schon, dass man schön und gut im ersten Mal gleichsetzt oder Kompetenz oder man traut eher jemandem etwas zu, oder? Und dann gibt es so ein paar Ausnahmen dazu. Genau, wenn der Berater dann das ganze Geld irgendwo verspekuliert hat, weiß man, dass er zwar gut aussieht, aber keine Ahnung hat, dann ist es wahrscheinlich zu spät, um da das Bild zu korrigieren. Aber ich finde, dass die Frage auch noch zu etwas anderem führt, nämlich Schönheit ganz allgemein verbindet man mit der weiblichen Schönheit. Nicht? Und Sie, Herr Giovanoli, haben gesagt, also in den letzten vielleicht Jahrzehnten oder vielleicht ist es auch noch ein viel jüngeres Phänomen, geht es auch um die Schönheit von Männern im Sinne von jugendlicher, symmetrischer, glatter. Weil es gibt ja ein Schönheitsideal von Männern, da kann es gar nicht genug charakteristische Falten und graue Schläfen geben. Ist das jetzt schon, ist das überholt oder gibt es das noch? Ja. Das müssen Sie fragen. Die kommen nicht zu Ihnen, oder? Die diese Schönheitsideale haben, die haben ja keinen Bedarf, sich operieren zu lassen. Oder gibt es dieses Ideal nicht mehr? Das ist eben... Dass man jung ist, oder wie ich habe die Frage... Nein, dass man sozusagen, dass Männer besser altern als Frauen.
und deshalb sie es nicht schönheitschirurgisch verbessern lassen müssen. Ja, das ist aber eine gesellschaftliche Akzeptanz, oder? Aber das verändert sich, oder? Das verändert sich möglicherweise jetzt ein bisschen, aber ich denke, es ist vielleicht auch ein bisschen ein europäisches Phänomen oder ein finanzielles Phänomen, wer sich das leisten kann, oder? Gibt es noch weitere Fragen? Da hinten, ja. Sie haben zuerst erwähnt, dass man dem Mann im Anzug mehr zutraut als dem Mann in der McDonalds-Montur sozusagen. Andererseits spricht man laufend davon jetzt in diesem Gespräch, dass der jugendliche Typus, wie soll ich sagen, dem Älteren vorzuziehen ist. Das widerspricht sich doch komplett irgendwie, oder? Wie stehen Sie dazu, zu diesem Widerspruch? Also, können Sie noch, ich habe jetzt schon seit also Sie sagen, einerseits... Der Jugendliche hat... Der Anzug oder, ja, oder Jugendlichkeit... Anzug und McDonalds. Ja, und Sie sagen, die Jugend... Und andererseits würde man einem älteren Mann mehr, wie soll ich sagen, ja, also das Beispiel, Erfahrung, Wissen und so weiter zutrauen als dem Jungen. Das widerspricht sich doch irgendwie, oder? Ich meine, wenn Sie zwei Gleichaltrige oder die gleiche Person einmal in einen Anzug und einmal in eine McDonalds-Uniform stecken, das war... Das ist mir schon klar. Aber die zwei Bilder nebeneinander, einmal geht es um Kompetenz und einmal geht es nicht um Kompetenz, sondern um Jugendlichkeit. Und irgendwie verstehe ich nicht, wieso Sie sehen, dass Jugendlichkeit so viel vorteilhaft ist als Alter im Endeffekt. In Bezug auf die Kompetenz dann, oder? Ja, ich glaube auch, dass Sie halt Schönheit und Kompetenz, ich sage immer, das sind so Beispiele, aufs Erste Fotos anschauen und so, nicht kennenlernen oder wissen, was der kann. Da gibt es genügend soziologische Arbeiten, die darauf hinweisen, oder, dass jemand, der schön ist, der gesund ist, auch eher als kompetent angesehen werden. Es gibt zwei Ausnahmen, eine haben wir da vielleicht schon angetönt, die Superschönen, oder? Die wirklich so schön sind, die muss ja eigentlich auch dumm sein, oder? Weil sonst geht es in unserem Denken nicht ganz auf. Und das Zweite sind Frauen in der Wirtschaft, die Karriere gemacht haben. Dort ist auch immer so, dass man diese Kompetenz dann schlussendlich ein bisschen anzweifelt oder zugunsten der Schönheit relativiert. Was heißt denn das? Dass dann schöne Frauen, die erfolgreich sind, dass man ihre Kompetenz anzweifelt? Eher, ja. Also dann muss man lieber nicht so schön sein, wenn man als Frau erfolgreich ist. Nein, das ist, glaube ich, einfach so, wie, muss man sich alles merken, wie das in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Ich sage nicht, dass das so ist oder so verändert werden muss, gar nicht. Also es kommt auch auf die Berufsfelder an, würde ich sagen. Nicht? Also in meinem Berufsfeld war es eigentlich lange Zeit so, dass man einen Professor, den hat man als wahrgenommen als jemand, der muss männlich sein, graue Schläfen und das ist eine bestimmte Statur. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich über viele Jahre einfach, nicht, dass ich nicht ernst genommen wurde, aber die spontane Reaktion war ja, das kann ja keine Professorin sein. Aber es gibt andere Berufsfelder, Designer, Grafikdesigner zum Beispiel, die stehen unter einem sehr großen Druck auch, also jung, unkompetent auszusehen. Ich glaube, das muss man, auch wenn es notorisch klingt, auch wieder differenzieren. Oder der Wall Street Manager, nicht, der darf ruhig jugendlich, schneidig aussehen und ist dann kompetent. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Vielleicht ja, die Dame hier vorne. Kommt es auf die Jugend, dass ich bitte Entschuldigung. Kommt es auch vor, dass Sie einen Eingriff ablehnen? Jawohl. Warte, ich habe bereits angetönt, also wenn das nicht stimmt, also wenn die Erwartungshaltung sich überhaupt nicht trifft mit dem, was wir machen können, bieten können und ein Ergebnis zu erreichen ist, dann lehnen wir das ab, oder? Das ist ein Behandlungsvertrag. Das gilt nicht nur für ästhetische Operationen, das kann auch für andere Eingriffe der Fall sein. Da haben wir auch eine Verantwortung, das ist eine geteilte Verantwortung, das ist nicht etwas, was ich einfach abholen kann oder sagen kann, sie hat es halt einfach wollen. Natürlich, wenn sie nicht in kompetenten Händen sind und natürlich dafür
bezahlen, weil natürlich abhängig ist, dass da Geld wieder reinkommt, dann wird diese Schwelle ziemlich schnell nach unten gelegt und dann werden diese Qualitätskriterien und so ein bisschen loser beachtet. Vielleicht eine letzte Frage, wenn es noch eine gibt. Hier vorne, ja, gerne. Ich muss sagen. Herr Thuyl, wollen Sie noch? Ja, ist gut. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Phoenix gesehen haben. Es geht um eine Frau, die hatte ihr Gesicht verloren. Und das war nach dem Krieg, Zweiten Weltkrieg. Und sie hatte die Chance, dass ein Chirurge ihr Gesicht wieder modellierte. Und sie sagte, ich möchte wieder aussehen wie früher. Ich möchte nicht wie so Filmstars aussehen, von denen sie Bilder vorgelegt bekommen hat. Was ist Ihre Erfahrung mit Unfallopfern? Im Gesicht? Hinblick, ja. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten im Gesicht, auch lokale Möglichkeiten, ein Gesicht wiederherzustellen. Es hängt natürlich davon ab, was alles fehlt, welche Strukturen, oder? Sie haben die mimische Muskulatur, Sie haben die Nerven, Sie haben die Nase als Skelett mittendrin, Sie haben Lippen mit einer Schließfunktion, also das ist sehr komplex. Die Tendenz bei den jetzt ganz schwer Brandverletzten oder wirklich Entstellten oder Kriegsopfern, Säureverletzungen, geht natürlich in Richtung Gesichtstransplantation, oder? Wo wir ein Programm aufgebaut haben, das ist jetzt noch nicht, läuft noch nicht, von der Kasse bezahlt. Das ist sehr komplex, auch Spender zu finden für so etwas. Aber das ist mit eine Aufgabe der plastischen Chirurgie. Aber das heißt, die Menschen sehen dann ganz anders aus nachher. Nein, das sehen Sie eben, Gesicht. Das sehen Sie eben nicht, weil das Gesicht im Wesentlichen definiert ist durch die ossären Strukturen, also das Skelett. Und natürlich muss man im Gegensatz zu einer Leber, ein Organ, das man transplantiert, spielt natürlich die Hautfarbe, das Geschlecht, das Alter eines solchen Organes, wenn man das Gesicht als Organ sehen will, natürlich schon eine Rolle. Sehr komplex, Sie werden auch nicht so schnell Spender finden, da wo in Mitteleuropa alle so aufgebahrt sind und wir wollen Hand transplantieren und Gesichtstransplantieren. Also, auch ethisch, Sie sehen es, oder? Die Leber oder das Herz, was Sie da drin transplantiert haben, es funktioniert und Sie wissen, dass es von den Fremden ist, aber ins Gesicht schauen, also es braucht dann schon sehr, sehr viel mehr Arbeit rundherum in einem Transplantationszentrum. Gut, meine Damen und Herren, damit wären wir am Ende des heutigen Talks. Wir wissen jetzt hoffentlich alle, was schön ist und weshalb. Ich danke Ihnen wie immer für die geschätzte Aufmerksamkeit, Frau Gockel, Herr Giovannoli, für das interessante Gespräch. Der nächste Tag findet im nächsten Jahr statt, am 12. Januar wieder hier, das Thema dann Freund oder Feind, Viren und Bakterien. Wir wünschen Ihnen alle eine gute Zeit und kommen Sie gut nach Hause. Wiedersehen.